Leute, Crimex hier, was geht, Larry Paulberger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Leute, ich bin hier gerade am Grillen und ihr könnt schon sehen, Touren ist heute zu Besuch. Wir sind ein bisschen hier auf entspannt am Grillen mit Paulberger und mit Touren. Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da. Und Leute, ich glaube, die Burger sind hier gleich schon fertig. Ich rufe mal die Jungs. Ey, Paulberger, Touren, kommt mal her, ey. Essen ist fertig. Ja, wir kommen, warte. Ey, Leute. Ah. Wow. Boah, ich hab Alter, ey, Junge, ey. Leute, Touren hat Paulberger irgendwie so eine Rampe geschenkt. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie hier cool ist. Was macht der denn jetzt hier? Touren, Essen ist fertig, Junge. Ja, komm jetzt. Ah, ich muss Paulberger sagen, ich bin klasse als er. Ah, Leute, immer dasselbe mit dem. Au! Habt ihr euch jetzt ausgetobt? Ich bin besser als du, Paulberger. Nein, du hast es mir erstmal nicht mal geschafft, Mann. Ey, Jungs, komm, geht euch alle mal einen Burger holen. Ich kann schneller Burger essen als du, Paulberger. Nein, du wirst immer besser sein als ich, Mann. Das ist eigentlich der bessere von euch beiden. Jungs, warum wollt ihr hier immer so einen Wettbewerb gerade machen? Was ist denn los? Ich muss der Welt mal wieder zeigen. Der Junge hat vergessen, wer hier der King ist in der Town. Ja, aber warte mal. Ich bin, ja, richtig, ich bin nur ein kleiner Junge. Wer ist eigentlich von euch der Bessere? Ich natürlich. Was denn? Was? Ja, weiß nicht. Wer ist eigentlich Reicho? Ich? Ja, okay, Reicher ist Touren. Und wer ist besserer Businessman? Boah, das wer denn wohl? Ich bin leiser. Safe, ich bin besserer Businessman. Aber hättest du ja mehr Geld als ich, das ergibt gar keinen Sinn mehr. Ja, aber ich bin ja auch noch halb so jung, ich hab nur die Hälfte der Zeit gehabt. In deinem Alter, ich hatte so viele Lamborghinis, du aber nur eine. Ja, aber ey, Touren, ich sag dir ehrlich, du bist einfach, Touren, du bist ein guter Geschäftsmann, keine Frage, aber du bist schon älter, so, du weißt nicht mehr, was heutzutage so abgeht, Mann. Was? Ich denke, ich bin besserer Geschäftsmann als du, Touren. Guck mal, wenn ich will, gib mir 1000 Dollar, ich mach heute noch 1 Million da draus. Gar kein Problem. Ich habe neulich erst, vor 2 Wochen habe ich gegen Amir so eine kleine Challenge gemacht. Der dachte auch, er kann gegen mich gewinnen. Da haben wir getestet, wer in 24 Stunden mehr Geld quasi schafft zu kriegen, nur mit einem Fahrrad. Ohne eigenes Geld, ohne Waffen, ohne illegale Sachen machen. Ja, also ich hatte auf jeden Fall einen Lamborghini aus dem Fahrrad rausgeholt in 24 Stunden. Nur ein Lambo? Ich könnte ein Jagd oder ein Bleiwitz-Set könnte ich dir rausholen, wenn ich will. Also du willst mir erzählen, dass du es schaffst, innerhalb von einem Tag aus einem Fahrrad einen Privatchat zu machen? Natürlich. Ohne eigenes Geld, ohne Waffen, ohne illegales Zeug. Ohne illegal, ohne Waffen, ohne eigene Geld. Gut, pass auf, Touren. Dann lass uns doch eine Challenge machen. Paulberger ist der Schiedsrichter. Wir treffen uns morgen wieder hier in 24 Stunden. Und dann gucken wir, wer es geschafft hat, mehr Geld zu machen. Womit fangen wir an? Oh, ich weiß was. Paul, wir fangen mit diesem E-Scooter an. Oder mit dem E-Scooter. Jeder und ein E-Scooter und mal gucken, wer leistern zurückkommt, da? Und Leute, los geht's. Touren ist schon direkt losgefahren. Wir müssen uns beeilen. Wir haben beide nur zum Start diesen E-Scooter. Leute, ich muss jetzt wieder richtig überlegen. Letztes Mal, wie habe ich letztes Mal nochmal angefangen? Ich habe irgendwie, mein Fahrrad. Ich hatte das BMX am Anfang an einen reichen Sohn verkauft. Also an ein Kind von irgendwie so einem reichen Typen für viel zu viel Geld. Lass mal überlegen, wie können wir jetzt schaffen, diesen E-Scooter irgendwie für viel mehr Geld zu verkaufen, dass ich mir vielleicht danach ein Auto holen kann. Ich habe eine Idee, Leute. Ich werde da zum Skatepark gehen und werde mal gucken, ob irgendwelche Kids da ein bisschen mehr Geld haben und mir den Scooter abkaufen wollen, Leute. Let's go. Wir starten mit 0 Dollar. Oh, Leute, wir sind jetzt hier am Skatepark angekommen und ich hoffe, hier sind vielleicht irgendwelche Rich Kids, so Leute mit reichen Eltern, so Kinder hier, die mir vielleicht den E-Scooter irgendwie für viel zu viel Geld abkaufen. Müssen mal gucken. Oh, ey, da ist voll einer am Rumspringen. Yo, yo, was geht, Kleiner? Wow. Ey, warte mal. Leute, das ist doch der von letztem Mal, dem ich das BMX verkauft habe. Das ist doch genau der. Ey, yo, Kleiner, kennst du mich noch? Du hast mir doch dieses coole BMX hier gegeben. Guck mal, was ich damit alles schon machen kann. Ja, nice. Gefällt dir das BMX? Boah, guck mal, natürlich! Juhu! Au! Ey, hör mal zu, dein BMX, was du da hast, ist natürlich sehr cool, aber ist schon ein bisschen peinlich, ne? Ja, niemand fährt mehr BMX, hast du das nicht mitbekommen? Boah, stimmt, hier ist wirklich keiner mehr. Ja, aber ich bin der Krasseste. Checkst du das nicht? Leute lachen dich mittlerweile aus, wenn du auf einem BMX unterwegs bist. Wie, warum? Also eigentlich darf ich hier gar nicht mit dir reden, ich schäme mich ja schon mit dir zu reden. Ey, nein, ich will cool sein. Weil das hier ist der neueste Shit, E-Scooter. Guck mal, geh mal hier beiseite. Guck mal, hier rumspringen. Hui. Oha. Schau mal, das hier ist der neueste Trend. E-Scooter, Junge. Darf ich mal probieren? Nee, dafür bist du leider zu schmalspurhaft. Was? Ich bin nicht Schmalspur. Ja, aber wo ist dein E-Scooter? Ich hab einen bestellt, der kommt bald an. Aha. Nee, die sind aber überall ausverkauft. Kann gar nicht sein. Du bist ein Lügner bist du auch noch. Ey, aber weißt du was? Kleiner, guck mal. Du tust mir ein bisschen leid gerade. Ja, mein Bruder hat noch mehr von den E-Scootern. Wenn du willst, kann ich dir meinen verkaufen. Wirklich? Ja. Papa! Papa! Oh, wo ist der Papa? Oh, der kommt gerade angefahren. Oha, in so einem aufgetunten Lambo. Ja, guten Tag, Jeremy. Bitte einsteigen. Wir fahren jetzt zu Mama. Nein, Papa! Doch, wir müssen jetzt zu Mama, Jeremy.
Jeremy, nicht weinen, Jeremy. Hey, Leute. Jeremy, warte, warte mal, Jeremy. Hier, ich hab was für dich. Der haut seinen Vater die ganze Zeit geordnet. Hier, nimm ein bisschen Geldschein, um deine Tränen wegzuwischen. Nein, ich will kein Geld, mir was anderes. Ey, der ist so reich, dass er einfach seinen Sohn die Tränen mit Geld wegwischen will. Oha. Guck mal, Papa, du liebst mich nicht mehr. Jeremy, was ist denn los, Mensch? Sie sind der Vater von diesem Jungen. Ey, Leute, ich werde jetzt richtig verarschen. Papa, du liebst mich nicht mehr. Sie sind der Vater von diesem Jungen. Also ich sag Ihnen ehrlich, man sollte ihm das Sorgerecht entziehen. Was? Ja. Was ist denn hier passiert? Jeremy, Sohn, hast du jemanden attackiert? Nein, ihr Sohn hat einfach nicht mal einen E-Scooter. Er ist wirklich kompletter Außenseiter, weil er keinen E-Scooter hat. Jeremy? Ich liebe dich nicht mehr. Geld ist dir wichtiger. Jeremy, ich kauf dir einen E-Scooter. Bleib ruhig. Die sind aber überall ausverkauft. Wie ausverkauft? Ja, die sind halt wirklich komplett ausverkauft, die E-Scooter. Und das ist halt leider das Ding. Das ist ein Angebot und Nachfrage. Ne? So ein erfolgreicher Geschäftsmann wie Sie wissen das bestimmt. Angebot und Nachfrage. Ne? Angebot ist höher. Nachfrage ist höher als das Angebot. Deswegen, ne? Logisch. Jeremy, woher kriegen wir denn jetzt einen für dich, hä? Du hast doch noch welche, hast du gesagt. Also ich sag ihnen halt wirklich, so ein BMX, das ist schon wirklich mittlerweile peinlich, auf sowas unterwegs zu sein. Oh mein Gott, meine Güte, da habe ich leider die Trends nicht verfolgt. Ich kann ihn, schau mal, mein Bruder hat noch einen zweiten, so. Ich kann ihn meinen verkaufen. Okay, ich kaufe diesen E-Scooter ab. Schau mal, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, so ein E-Scooter an sich ist natürlich erstmal nicht so teuer. Du kannst für 500 kaufen. Aber, ne, dadurch, dass natürlich überall die Nachfrage so hoch ist, steigt halt auch der Preis. Ich gebe Ihnen jetzt sofort $10,000, wenn Sie mir den geben. Ah, 10.000, also Ihnen ist das Glück von Ihrem Sohn, es sind Ihnen nur $10,000 wert. Aber ey, wer fährt uns hier an, Junge? Aua. Was ist das denn für einer? Junge, was soll die Scheiße? Komm raus aus dem Wagen, Alter. Warte, komm mal, ich werde Ihnen helfen. So, hier. Stück Scheiße. Warte mal, ich muss hier den Kunden. Hauen Sie ihn! Ja, können. Hauen Sie! Fahr mich hier nicht an, Alter! Was hat denn der gedacht? Oh, tut mir leid. So, also. Dafür, dass Sie mein Leben gerettet haben und mein Sohn. Ich gebe Ihnen jetzt 50.000 für diesen E-Scooter. Aber dann, wir fahren sofort. Ja, okay, gut, machen wir. Jeremy, schnapp dir den E-Scooter! Ja, juhu! So, du hier, kannst bitte den haben, danke. Nehmen Sie ein bisschen Geld hier. Super, perfekt, vielen Dank. Ja, okay, also Jeremy, viel Spaß hier, ich nehme dein Fahrrad mit, okay? Ja, okay, kannst du haben, du Schmalspur. Leute, jetzt nennt er mich Schmalspur, weil ich hab die so abgezogen. Leute, mein neuer Kontostand beträgt jetzt $50.000, haben wir jetzt quasi schon gemacht. Und Leute, das bedeutet, wir können mit dem $50.000 jetzt wieder arbeiten und noch mehr Geld verdienen. Wir brauchen jetzt irgendwas richtig Dickes, Leute. Lass mal überlegen, wo können wir aus $50.000 noch mehr Geld machen? Leute, wisst ihr was? Ich hab eine Idee. Ich werde jetzt an einen Ort hingehen, wo ziemlich viele reiche Leute sind, wo viel Geld ist. Und da fällt mir dann vielleicht mal gleich was ein, wie wir aus den $50.000 noch mehr machen können. Und zwar werden wir jetzt hier erstmal in diese Reichenstraße fahren, da wo auch der Juwelier ist, wo die ganzen Designerläden sind. Da zum Rodeo Drive, Leute. Da fahren wir mal hin und gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwelche reichen Leute finden. Ja, ich sag mal, mit dem wir vielleicht das ein oder andere gute Geschäft machen können, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in dieser Reichenstraße. Lass mal gucken, ob hier irgendwelche krassen Leute sind. Hier vielleicht bei dem Juwelier mal reinfahren. Zwei Bugattis sind da sogar. Alter, was sind das für krasse Leute hier, die warten vor. Also ich werde auf jeden Fall morgen den Deal fertig machen, ne? Dann sind wir wieder 2 Milliarden schwerer, mein Freund. Nee. Ja, super, ne, aber die Rolex hier, die gefällt mir nicht, ne. Wir müssen schon ein bisschen höherstufig gehen, ja. Das ist auf jeden Fall, die zwei sind richtig reich hier. Lass mal überlegen, wie können wir irgendwie damit Geld verdienen? Ich habe irgendwie nur ein Fahrrad, wir haben $50.000 und die fahren hier los und die haben zwei Bugattis. Leute, ich habe ein bisschen eine Idee, aber das ist schon irgendwie teilweise illegal. Wir haben ja eigentlich gesagt, ohne was Illegales. Leute, ich habe da irgendwie so eine Idee und zwar, ich könnte irgendwie so einen Unfall simulieren, so einen auf, dass es so aussieht, als hätten die mich angefahren und dann verlange ich irgendwie Schmerzensgeld oder so von denen. Ist nicht so ein bisschen die korrekte Art, Leute, aber ich will die Challenge gegen Touren gewinnen. Okay, warte, da vorne fahren die. Komm, mein Freund, kleines Kickdown-Rennen, hä? Kleines Kickdown-Rennen. Oh, die wollen so ein kleines Rennen machen, haben die gesagt. Das ist perfekt, Leute, Rennen sind hier. Ja, können wir machen, ne? Mal gucken, welche Bugatti-Challenge. Ich werde hier vorne jetzt an die Ampel gehen. Sobald die Ampel grün wird, werde ich da auf die Straße fahren, dass sie mich umfahren. Okay, die Ampel ist noch auf rot, Leute. Das ist jetzt meine Chance. Ach, weißt du was? Scheiß auf die rote Ampel. Lass uns direkt losfahren, oder? Ja, als ob jemand drauf achtet. Wir bezahlen die Strafe. Die wollen los. Die wollen los. Los geht's! Und jetzt auf die Straße. Oh mein Gott, Leute. Perfekt. Die sind sogar bei roter Ampel gefahren. Okay, jetzt muss ich hier richtig auf Schmerzen drücken. Hallo! Hast du ihn nicht gesehen? Der kam einfach geschossen, ne? Also wir können nicht ausweichen. Bin ich tot? Wir müssen ihn mittun. Komm, ich habe einen privaten Arzt bei mir im Anwesen. Sind Sie Gott? Oh, bin ich tot? Nein, komm, einsteigen hier, mein Freund. Aufstehen, einsteigen.
Ey, Leute, das funktioniert. Die nehmen mich mit zu ihrem Privatarzt. Ey, die sind richtig reich. Die haben jetzt zwei Bugattis und so. Okay, Leute, das ist jetzt richtig unsere Chance. Also, mein Freund, wie geht's dir? Hä? Geht's dir gut? Ich weiß, dass es dir gut geht, ne? Ah, wo bin ich? Ah, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Leute. Du bist in einem schönen, dicken, fetten Bugatti drin, ne? Ah, ich glaube, ich bin tot. Im Himmel. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin im Himmel. Ich bin gestorben. Ich wurde umgebracht. Nein, ach, sag doch sowas nicht. Du würdest. Ich mach dir jetzt so ein bisschen. Du bist unglücklich gefallen, ja? Können wir uns einigen? Vielleicht mit $10,000? Es tut alles so weh. Ey, Leute, der will mir nur 10.000 anbieten. Will der mich verarschen? Ich wurde gerade umgefahren. Ja, guck mal, du kriegst doch $10,000 und die Schmerzen gehen alle weg, ne? Komm, da kannst du mal ein bisschen was vergessen, ne? Schmerzen. Das Gute ist, Leute, an den Ampeln sind ja auch immer die Verkehrskameras. Jeder hat gesehen, dass die bei roten Rennen gefahren sind. Die Leute, die würden in den Knast kommen. Ja, wir können jetzt richtig übertreiben, so. So, komm, aussteigen, mein Freund, ne? Mein Leute, ich werde jetzt ein bisschen übertreiben, ich werde jetzt so angehumpelt laufen. Mein Bein tut so weh. Komm, wir gehen rein in die Villa, das ist angenehmer. Sie haben Rennen gemacht über eine rote Ampel und haben Fahrradfahrer umgefahren. Nein, so war das. Nein, du bist, glaube ich, ein bisschen ungünstig. Sie gehören ins Gefängnis. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Nein, beruhigt. Komm doch rein, wir können das auch bestimmt klären. Nee, das ich werde jetzt gleich die Polizei... Nein, ich werde nicht reingehen bei Ihnen. Kommen Sie jetzt mit, Jay. Ich mach jetzt hier richtig Action. Alles wird gut, wir klären das schon. Nee, für eine Reinigung, ja? Sind wir bei alle gut? Mein Bein ist gebrochen. Alles ist gut, Jeremy. Solche Schmerzen. Setzen Sie sich kurz auf den Busch hier. Also daher, komm. Mein ganzes Gesicht ist aufgeschürft. Ich werde Sie verklagen. Nein, müssen Sie... Guck mal, wir können Ihnen noch so schon Geld haben. Ja, komm, wir geben Ihnen $30,000, ja? Dann noch einen Arztbehandlung. Ah, 30.000, die Schmerzen sind unbezahlbar. 30.000 wollen mich verarschen? Die sind so reich, fahren hier für ein paar Millionen Bugattis und wollen mir jetzt hier 30.000 geben. Scheiße, Alter. Ich werde jetzt nicht die Cops nehmen. Der Herr, ich gebe Ihnen einen niegelnagelneuen Dreier BMW, ja? So, hören Sie mir jetzt mal zu, Sie Stück Scheiße, hä? Ich habe vorhin gehört, dass Sie mit jedem Deal 2 Millionen verdienen. Und außerdem sind sie über eine rote Ampel gefahren. Illegales Rennen, verletzte Personen. Sie wissen, was das ist. Eine Freiheitsstrafe gibt's dafür. Sind Sie so ein Versicherungsbetrüger, hä? Ja, Sie können mich nennen, wie Sie wollen, aber die Kamera an der Ampel hat alles aufgezeichnet. So, ihr zwei gebt mir jetzt 5 Millionen oder ich werde die Bullen rufen. Haben wir uns verstanden? Und was? Wow, übertreiben Sie. Wissen Sie, was da abgeht bei illegalen Straßenrennen und verletzten Personen? Oh mein Gott. Das ist keine Geldstrafe mehr. Das ist eine Freiheitsstrafe. Hey, Sie asozialer KP-Trigger, ja? Sie asozialer Kippi-Trigger, wir geben Ihnen ein Bugatti, okay? Aber dann ist auch Schabernack hier vorbei, sonst knallt's hier. Warte mal kurz, muss mir das kurz überlegen. Ja, ich kann doch nicht einmal so ein Bugatti. So ein Bugatti ist schon was wert. 3 Millionen so. Das ist schon ganz gut, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich will mich noch mehr hochhandeln. Wisst ihr was? Ich werde den Bugatti und noch ein bisschen Geld raushandeln, sodass wir uns vielleicht noch eine Immobilie kaufen können. Okay. So. Also, holen Sie den Bugatti jetzt mit und verschwinden Sie bitte, ich will den Bugatti und 2 Millionen. Wollen Sie mich veräppeln? Der Bugatti und 2 Millionen Bargeld oder ich rufe jetzt die Polizei? Nee. Gut, ich zahle die 2 Millionen, bevor wir... Okay. Deal ansteht. Nein, stimmt ja, zu. Ja, hallo, ich würde dir... Ich habe mich verwählt. Ah, okay. Dann hätte ich jetzt gerne den Koffer mit dem Geld und den Schlüssel für den Bugatti. Leute, wir haben die genommen, jetzt haben wir schon 5 Millionen, ist quasi unser neuer Kontostand. Und welchen Bugatti wollen Sie denn haben, ja? Ja, ich nehme den gelben. Ja. Ah, ja gut, dann kannst du direkt wieder reintun, oder? Ja, mach direkt wieder rein. Ja, dann mach ich rein. Dann mach ich Beifahrer rein. Ich will ja nicht übertreiben, dass hier so ein krasser Bugatti, so ein One-of-One, den will ich dir nicht wegnehmen. Das tut mir dann auch wieder leid. Okay, war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Aber mitholen kannst, ne? Ja. Ich will hier eine Unterschrift von dir haben, ne? Ich habe einen Vertrag aufgesetzt gerade. Ja, okay. Oh, Leute, der ist schlau, dass ich den nicht wieder anpissen kann. Ja, okay. Unterschrift, wir haben uns geeinigt, Vertrag, okay. Gut. Sollten Sie die Strafzahlung in der dringlichen 100 Millionen, sollten den Vertrag brechen. Ja, ich weiß doch. So, und jetzt schönen Tag noch, die Herren. Wir haben hier eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Schmarotzer. So, Leute, let's go! Ey, Leute, wir haben uns einfach jetzt schon zu einem Bugatti hochgehandelt und 2 Millionen Bargeld. Das heißt, unser neuer Kontostand quasi gesamt beträgt jetzt 5 Millionen Dollar, Leute. Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Touren ist wirklich eine andere Hausnummer. Das reicht noch nicht, um Touren zu besiegen. Wir müssen uns noch irgendwas Krasses überlegen, Leute. Lass mir überlegen. Mit Autos haben wir jetzt Geld gemacht. Was ist so der nächste Step? Immobilien, Leute. Mit Immobilien kann man auch sehr viel Geld verdienen. Ich würde sagen, wir suchen uns irgendwelche Immobilien, die vielleicht schon ein bisschen runtergekommen sind, die wir dann ein bisschen noch aufbereiten können und die dann teurer verkaufen können.
So, Leute, ich rufe mal meinen Makler an und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich einen Termin habe, Leute. Let's go. So, meine Freunde, und zwar, ich habe jetzt einen Termin mit meinem Makler vereinbart und wundert euch jetzt nicht. Und zwar wird er mir jetzt ein Haus in der Grove Street zeigen, aber ich bin doch guter Geschäftsmann. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, ey, Kramix, warum kaufst du dir hier so ein Schmalspurhaus in der Grove Street? Aber, Leute, ich habe so einen Plan. Ich werde euch den Plan gleich verraten, wie wir das Haus einfach für viel, viel mehr Geld verkaufen können. Wir suchen ja hier nach einem guten Investment, nicht zum selbst drin wohnen. Ah, guck mal, da ist schon der Makler. So, wir fahren jetzt hier schön mal mit dem Bugatti hin. So, ey, was geht, Herr Schmidt? Kommen Sie schnell mit, ne. Oh, Leute, der Makler hat hier richtig Angst in diesem Gang. Ey, yo, Bro, was ist das für Frischfleisch hier, ja? Hey, redest du mit mir, Alter? Wein. Kaufen, ja, komm. Ja, ich kauf mir vielleicht das Haus. Ja, kauf dir das doch, ja, kauf dir das doch. Pass auf, ich sehe, du hast ein schönes Auto, ja, geh kaufen. Ja, okay. Ey, Leute, der will mir hier direkt eine Drohung aussprechen, nur weil ich hier in seinem Gebiet ein Haus kaufen will. Hä, hey, warum wollen sie hier kaufen? Ne? Eigentlich sind sie nicht gewohnt, solche Schmarspur. Ja, hören Sie mal, ich bin doch Geschäftsmann. Das ist nicht für mich zum Selbstwohnen. Das ist ich suche hier so ein Kapitalanlageprojekt, ja. Ich habe so das Gefühl, dieses Gebiet wird schon sehr bald im Wert steigen, sagen wir es mal so. Also jetzt bei aller Liebe, und wenn die Ballers verschwinden, dann wird hier nichts gerade mehr kommen. Und ja, aber was wäre denn, wenn die Ballers verschwinden würden? Ja, das ist, wenn es keine Kriminalität mehr geben würde, aber wir wissen auch, das ist ein schöner Traum. Ja, dann lassen Sie mich mal träumen. Ey, warte mal, was macht der draußen? Mein Bugatti! Knall den Bugatti ab, Jungs! Knall den Bugatti ab! Ey, lass meinen Bugatti in Ruhe, du Stück Scheiße, Alter! Oh mein Gott! Ey, hier voll die Schießerei! Geh rein! Aber Leute, wisst ihr was? Das ist sogar gar nicht mal so schlecht, dass es hier gerade so Schießerei gibt, weil mein Plan war sowieso gewesen, ich wollte alle... Oh mein Gott, wie viele sind das hier? Ich wollte nämlich das Haus kaufen, dann alle Ballers einfach abknallen und dann wird das Ding hier direkt viel, viel wertstabiler sein. So, zack, 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 zack. Deswegen machen wir das einfach jetzt direkt. Dann, wenn hier nämlich die ganzen Gangs weg sind in dem Gebiet, dann wird natürlich auch der Preis von den Immobilien hier viel mehr steigen. So, zack, Leute, Trick 17. Da, 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 da. So, sehr gut. Okay, warte, die meisten sollten weg sein. So, okay, ich sehe hier noch zwei rote Punkte auf der Karte. Wir müssen die noch kurz wegmachen, damit das hier ein schön gangfreies Gebiet ist. Und dann werden hier Leute eben auch hinziehen mit mehr Geld, Leute. Dann ist das hier nämlich so ein schöneres Wohngebiet. Ganz, ganz einfache Sache. So läuft das nämlich hier auf dem Immobilienmarkt. So, da ist noch einer. Weg mit dem. So. Und hier ist noch so... Oh nein, ich will eigentlich keine Hunde töten, aber er hat mich angegriffen. So, Alter, was hier abgeht. Jetzt ist es natürlich ja noch ein bisschen schwierig. Aber Leute, das ist eigentlich sogar ganz gut, weil dadurch, dass jetzt hier nochmal so eine Gangschießerei war, können wir den Preis noch weiter drücken. Aber schon in Kürze wird das hier eben vom Preis hier sehr, sehr krass steigen. Okay, so. Was also der Herr. Ja. Also ich sag's mal so, mein Auto wurde halt gerade angegriffen und ja, hier war gerade draußen eine Schießerei. Sollten Sie vielleicht bei dem Preis, wenn Sie die Immobilie an mich verkaufen, beachten, dass hier gerade eine Schießerei vor der Tür war. Ach, ja, okay. Wissen Sie, ich will das einfach noch loswerden. Komm, Sie wissen, 500.000 kosten das, richtig? Genau, ja. Wir gehen runter auf 350.000. 350.000? Okay. Okay, machen wir Deal. Ja. Ist okay, machen wir Deal. Kannst wissen, wo Sie ihn überweisen müssen? Genau, ich überweise Ihnen das, ja. Können Sie Vertrag rausholen? Vertrag. So, dankeschön. Ach ja, und Herr Schmidt, ich biete das Objekt direkt wieder für 5 Millionen an. Na gut, ich werde es mir mal... Ich biete es Ihnen für 5 Millionen an. Sie können ja zurückkommen, wenn Sie Ihr Käufer finden dafür, ja? Okay, also ich wünsche Ihnen was. Ey, Leute, wir haben dieses Haus gerade für 350 gekauft. Und ja, ich weiß, ihr denkt euch jetzt so, voll die schlechte Gegend. Und ist es auch gerade noch. Aber wenn hier mal die ganzen Gangs weg sind, das wird jetzt hier richtig im Wert steigen. Wir warten jetzt mal kurz, weil ich denke mal, der Herr Schmidt, der wird mir auch demnächst schon schreiben und sich bei mir melden, dass jemand das Haus kaufen möchte, jetzt wo hier so keine Gangs mehr sind, ne? Ah, Leute, mein Handy klingelt schon, er ruft an. So, warte mal, wir gehen mal kurz hier ans Telefon. Sag, ach, Herr Schmidt. Herr Cormax, Sie haben gesagt, bei 5 Millionen Sie wollen verkaufen, richtig? Genau, für 5 Millionen verkaufe ich das jetzt hier. Ich habe vor 5 Minuten ein Angebot bekommen von 5,2 Millionen. Ach. Okay, ja, das ist natürlich gut. Dann wissen Sie was, die 200.000, die werde ich Ihnen geben als Maklerprovision. Ich will nur die 5 Millionen. Alles klar, ich mach Deal fertig. Ja. Okay. Ich weiß, in 10 Minuten haben Sie das Geld. Perfekt, dann bis gleich. Ja, Sie kriegen das. Ja, warte, tschüss. Gut, tschüss. Ja, Sie kriegen. Perfekt, Leute. Wir haben das Haus für 5 Millionen verkauft. Welcher Idiot kauft das denn, Alter? Weil das Ding ist, was mir auch klar ist, die Ballers, die werden wiederkommen. Ne? Das ist halt das Ding. Diese Gangs, die werden hier immer wiederkommen. Aber jetzt zumindest für den Moment ist das hier relativ friedlich so. Ey, Leute, guck mal, hier laufen schon wieder die ersten Gangleute rum. Das siegelt sich hier wieder ein. Wir haben wirklich zum richtigen Zeitpunkt eingekauft und zum richtigen Zeitpunkt Verkauf wieder. So, da ist er doch wieder. So, Herr Schmidt. So,
Bitte noch einmal hier unterschreiben, dann ist Verkauf alles fertig. Perfekt, da haben wir ja schon wieder einen guten Deal gemacht, ne? So, perfekt, danke Ihnen. Oh gerne, mein Gott, gerne. Also, ey, aber mal so, Sie ein Näschen dafür. So unter uns, welcher Bummi hat das Ding denn für so viel Sie Geld gekauft? Sie kennen ihn doch, Sie kennen ihn, das war ein Freund von ihm, oder war das nicht dieser Tuan? Tuan hat das gekauft gerade? Ja, richtig, ja. Okay, Sie wissen schon, dass hier gerade schon wieder neue Gangleute sich ansiedeln, ne? Sie sehen das hier? Er hat gesagt, er freut sich auf die neuen Gangleute. Ich hab's nicht verstanden, na, aber gut. Wissen Sie was? Das ist geschenktes Geld. Wir haben gutes Geld gemacht. Herr Schmidt, war mir eine Freude. Tschüss. Ebenso, machen Sie gut. Perfekt. Ciao. Hä, aber Leute, warum hat Tuan das denn jetzt hier gekauft? Tuan ist ja eigentlich, der macht keine dummen Sachen, ne? Also eigentlich macht, das muss irgendein, ich muss Tuan mal fragen, aber ich verstehe es gerade noch nicht. Leute, egal, wir haben mittlerweile 7 Millionen beträgt unser neuer Geldbetrag. Nee, falsch. Verrechnet 8 Millionen sogar, Leute. Ihr seht es jetzt hier eingeblendet. Leute, unser neuer Kontostand beträgt mit dem Bugatti quasi zusammen 8 Millionen. Und wisst ihr was? Die Challenge ist nämlich auch schon langsam zu Ende. Ich werde mir jetzt hier noch kurz beim Helikopter-Store, Leute, oder beziehungsweise beim Helikopter-Händler, werden wir uns jetzt einen krassen Heli kaufen. Oh Gott. Und dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, die Challenge ganz gut beendet. Ich meine, wir haben uns innerhalb von 24 Stunden von einem E-Scooter dann zu einem Helikopter hochgetradet. So, meine Freunde, hier ist der Helikopter-Händler. Alter, der hat hier schon ein paar dicke Dinger. Ich sehe hier schon so einen Kampfheli. Boah, zwei Kampfhelis, aber und da hinten ist so ein luxuriöseres Ding. Wir brauchen auf jeden Fall das teure. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag, der. Was kann ich für Sie tun, ich ja? Ich möchte einen luxuriösen Helikopter kaufen. Ja, Luxus oder ein bisschen auch mit Waffen so? Also wollen Sie auch sich verteidigen können oder nur Luxus? Nee, nur Luxus. Ich zeige Ihnen trotzdem mal die Sachen und zwar hier ist ein Kampfhelikopter. Nein, hier das juckt mich nicht. Ich zeige mir direkt den Luxus hier. Da haben wir hier einen Luxus vergoldet, ne? Also mit goldenen, schöne eingraviert, alles hier drum und dran. Ist, sag ich mal, für die Stars von Los Santos. Was kostet das? Und also hier haben wir einen Betrag von 8 Millionen glatt. 8 Millionen? Hören Sie mal, sind Sie ein Autoliebhaber? Ich sag mal so, ihr Pöhnangst, ne, deswegen fahre ich lieber anstatt zu fliegen, aber sonst, ja. Okay. Ja, schauen wir mal, ich habe 5 Millionen Bar und ich habe hier diesen Bugatti Verona hinten im Wert von 3 Millionen. Das macht ja zusammen 8 Millionen. Was halten Sie denn davon? Ich gebe Ihnen den Bugatti in Zahlung und nehme den Heli mit. Also ich sag mal so, ne, es fährt ja super, also keine Probleme? Nein, kein Probleme. Und 5 Millionen obendrauf. Koffer ist schon im Kofferraum hinten drin. Ja, sag mal so, ja, auf die Pfote, ne, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Perfekt, war mir eine Freude. So, also dann. Alles klar, fliegen Sie vor, dich, ne? Tschüss. Ey, Leute, und damit haben wir unsere Challenge beendet. Wir haben einfach mittlerweile einen 8 Millionen Dollar Luxushelikopter. Ey, überleg mal, letztes Mal hatten wir nur ein Heli, nur ein Lambo. Und jetzt haben wir hier wirklich so einen dicken Heli, Alter. Oh mein Gott. Tuan ist ein guter Gegner. Tuan ist ein guter Geschäftsmann. Aber niemals hat er mehr als wir. Wir fliegen jetzt nach Hause, weil die Zeit ist um. Und ich bin gespannt, was Tuan hat, Leute. Let's go. So, Leute, wir landen jetzt hier. Und ich werde hier direkt den Heli sehr dick hier oben drauf landen. So, oh, das war knapp. Aber egal. Hauptsache, Tuan wird's sehen. Huhu. So, wo ist er denn, der Schmalspur-Tuan? Jappadappadu! Tuan, du hast ja nur ein BMX, Junge. Nur ein Mountainbike. Hä, aber wenigstens ist der golden, Mann. Voll cool. Das ist kein golden, das ist gelb. Ach so. Ey, Tuan, guck mal, ich habe mich innerhalb von 24 Stunden von einem E-Scooter zu einem goldenen 8 Millionen Dollar Helikopter hochgehandelt. Wow, Max, du hast ihn besser abgesandt, als ich gedacht habe. Ja, du hast irgendwie schlechter abgesandt, als ich gedacht habe. Wie? Du hast gar nicht gesehen, was ich gemacht habe. Du hast ein Mountainbike, Tuan, ich bin richtig enttäuscht von dir. Das ist nur, weil ich meinen Sack nicht aufs Glas fallen kann. Hä, wie? Also, pass auf. Ich habe eine Immobilie als LRS gekauft, ja? Für 5 Millionen. Hä, aber wir hatten doch nur den E-Scooter zum Starten. Ja, gut. Ich sag mal so, es geht nicht darum, aus Geld mehr Geld zu machen, sondern zu sehen, wo eine Chance ist, überhaupt ganz viel Geld so zu machen. Und diese Chance habe ich gegriffen, ja? Ich habe eins gemerkt. Immobilien sind hier schwach. Ja? Ganggebiete sind zu groß. Gangs sind verschwunden. Ja? Bei Bolas habe ich nicht was dann passiert. Die anderen Polizisten haben Tipps bekommen, wurden viele verhaftet, da alle weg. Und da war die Immobilienpreis auf einmal ganz weit oben. Ja, genau. Und ich habe nämlich auch das dann verkauft bei den Brawlers. Warum hast du das eigentlich gekauft? Ich habe an die neuen Brawlers wieder verkauft für das Live-Hacke. Ach so, oha, okay. Ja. Und auf jeden Fall, das ist mein Beute von heute gewesen. Eine Superjacke, ich habe ein Privatset in Gold. Und vorne sieht man leider nichts. Ist ein Bugatti, ja. Oh, ein McLaren 1:1 mit dieser hier, wie heißen diese? Modemarke-Lackierung. Supreme? Ja, genau, Supreme. Alter. Das habe ich jetzt in 24 Stunden geschafft.
Du hast dir innerhalb von 24 Stunden aus einem E-Scooter eine Yacht und einen Privatjet und einen Bugatti gemacht. Natürlich. Leute, so. Ja. Max, du kannst noch 8-mal versuchen, du hast keine Chance. Pollberger wird gewonnen. Ich wollte nur ganz kurz was beitragen. Thuren kann ich auch mal mit dem Supreme. Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, Thuren hat das Ding gewonnen. Aber ich weiß nicht, wie der Typ das immer macht. Thuren ist einfach zu krank, Leute. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Thuren hat das Ding hier, glaube ich, gewonnen. Muss man leider ehrlich sagen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.